ins Himmelblau, die Rohstoffpreise steigen, als heute Boten junger Konjunktur. Der Markt belebt sich schon und schamhaft zeigen sich zarte Triebe börslicher Natur. Und nur ein Kurs hält mit der Ost nicht Schritt, nur eine Ware geht den Preis nicht mit und bleibt die billigste in jedem Land. Das ist die Ausschussware, Mensch genannt. Der Mensch kommt heutzutage in Durchschnittspreise auf 10 Pfund Sterling nur pro Exemplar. Die Lieferungskosten spart er klugerweise. Er liefert selbst sich aus mit Haut und Haar um 10 Pfund Sterling pro Exemplar. Ja, er verkauft sich fertig abrettiert, mit seiner Menschenwürde ausstaffiert. Und bist du Käufer mit den Mitteln knapp, kaufst dir auf Kredit und stotter ab. Und ausstaffiert. Und kannst du weder heute noch morgen zahlen? Kauf ruhig weiter, kauf sie massenweise. Zahl statt mit Geld, mit faulen Idealen. Der Mensch verschleudert sich um jeden Preis. Massenweise mit faulen Idealen. Seinesgleichen gibt es viel zu viele. Er weiß es selbst und handelt auch danach. Und kennt den Kurs und großen Börsenspiele. Geist ist billig und das Fleisch ist schwach. Der Geist ist billig und das Fleisch ist schwach. Thank you.
Völker. Jedoch im Jahr, das nun regiert, wird sicher alle Welt saniert. Wunderbar, wunderbar wird's uns gehen im nächsten Jahr. Und wie hattet ihr wenig bis jetzt, dem wird nun bald ein Ende gesetzt. Eins sollt ihr haben, unbeschränkt, nämlich Geduld, denn unbedenkt. Ungeduld? Ungeduld ist an eurem Elend schuld. Wunderbar, wunderbar wird's uns gehen im nächsten Jahr. Ungeduld, Ungeduld ist an eurem Elend schuld. Thank you.
gewesen oder werden es eines Tages sein, wenn wir gründlich von all dem genesen. Aber sind wir heute Menschen? Nein. Wir sind der Name auf dem Reisepass. Wir sind das stumme Bild im Spiegelglas. Wir sind das Echo eines Phrasenschweils und Widerhall des toten Widerhalls. Längst ist alle Menschlichkeit zertreten. Wahren wir doch nicht den leeren Schein. Wir in unseren tief entmenschten Städten sollen uns noch Menschen nennen? Nein. Wir sind der Straßenstaub der großen Stadt. Wir sind die Nummer im Katasterblatt. Wir sind die Schlange vor dem Stempelamt und unsere eigenen Schatten allesamt. Soll der Mensch in uns sich einst befreien, gibt's dafür ein Mittel nur allein. Stündlich fragen, ob wir Menschen seien. Stündlich uns die Antwort geben. Nein! Wir sind das schlecht entworfene Skizzenbild des Menschen, den es erst zu zeichnen gilt. Ein armer Vorklang nur zum großen Lied. Ihr nennt uns Menschen? Wartet doch noch damit.